recht herzlichen Dank an alle meine Abonnenten, die regelmäßig meine Kofferanlagen anschauen. Würde mich auch über weitere Abonnenten sehr freuen. Alle Drähte verbunden und jetzt muss das Ganze nur funktionieren. Das ist jetzt die erste Testfahrt, nachdem ich alles angeschlossen habe. Ich schalte nur mal in Fahrtrichtung ein und das funktioniert schon mal sehr gut. Auch von der Geschwindigkeit her bin ich zufrieden. Die Schienen sind noch nicht gesäubert, daher kann das ein wenig eventuell ruckeln. Gut, das Ganze mal Stopp und rückwärts. Das heißt die Steuereinheit. Nicht viel größer als hier eine Streichholzlänge. Gut, geschafft. Auch wenn das nicht vollständig zu erkennen ist. Aber es sind immerhin 3400 mm Fahrstrecke vorhanden. Weiterbauen weitergeht, lasse ich die Lokomotive mal fahren, nachdem ich ja die ganzen Schienen eingeschottert habe. Jetzt lassen wir einfach mal den Zug in dem Bereich stehen und fahren dann auf den äußeren Kreis. Auch das funktioniert. Sehr gut. Ach ja, 9 Volt ist die ideale Stromversorgung für diese Plattengröße. Jetzt fahren wir wieder zurück. Alles okay, wunderbar. Das war's. War ja mal in der USA unterwegs mit dem Motorrad und da sahen wir ein schönes Vista-Städtchen und das hat mich dazu animiert, mir diese kleine Anlage mit original diesen Häusern zu bauen. Die geläserten Bausätze aus Holz sind den Originalhäusern nachempfunden. Ja, diese Straße hat es in sich. Von einer Pferdestation angefangen, einem Salon, Barbershop, einem Hotel und noch viel mehr. Ein wenig bin ich von dem Original abgewichen. Ich mag sehr viel Licht. Nachdem soweit alles auf der Anlage befestigt ist, machen wir noch eine weitere Probefahrt. Die Santa Fe Bahngesellschaft gibt jetzt hier okay zur freien Fahrt. Bislang habe ich so rund 145 Stunden an dieser Kofferanlage gebaut. Jetzt kommen wir so langsam dem Ziel näher. Also das Ende naht. Premiere auf dem abnehmbaren Kofferdeckel setzte ich auf dem Rand auch ein wenig Landschaft ein. Jetzt mit original USA Lokomotiven und Wagen. Zwischendurch brauche ich das eine weitere Testfahrt. Gleich wird angekuppelt.
Nach 160 Stunden ist auch diese Kofferanlage Nummer 80 fertiggestellt. Ich danke euch allen recht herzlich für das Anschauen. Bis dann. Tschüss.